Hey, mein Name ist Macido und heute geht es um den Track, den ihr gerade im Hintergrund hört. Das ist ein Chill-Out-Track mit ein bisschen jazzigen Einschlag. Ich zeige euch heute mal Track für Track, wie ich den gebastelt habe. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch bitte einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal. Viel Spaß beim Gucken. So, ich bin jetzt hier bei Cubase und Grundlage für diesen Beat war eine Hafenspur. Wenn wir uns jetzt mal den Effect Chain angucken, ist hier ein Transient Designer drin, allerdings von Native Instruments, da heißt das Ding Transient Master. Und da habe ich den Attack ganz runtergesetzt, damit der Einschwingvorgang vom Sample ein bisschen weicher wird. Der Effekt ist zwar ein bisschen subtil, aber hilft schon ein bisschen. Dazu gibt es noch einen Kompressor und einen Equalizer, der die Frequenzen stark beschneidet, links und rechts, sodass da ein sehr dumpfer Sound rauskommt. Das sende ich jetzt in den Send, wo zwei Hall-Plugins drin sind von FabFilter, das Pro R. Einer davon ist ganz kurz, der andere ganz lang. Und das klingt dann folgendermaßen. Durch den Hall kriege ich also ganz viel Atmosphäre rein. Die nächste Spur ist eine E-Piano-Spur, die geht direkt in den Lounge Lizard rein. Und da habe ich die ganzen Effekte ausgeschaltet, also ganz pur, ohne Reverb und so weiter. Und das E-Piano klingt dann folgendermaßen. Und jetzt nochmal zusammen mit der Harfe. Ich habe bei der E-Piano-Spur darauf geachtet, dass die Basstöne ein bisschen lauter sind. Das sieht man hier. Die Velocity ist hochgesetzt und die unteren Basstöne sind ein bisschen röter als die anderen Töne. Dann gehen wir mal in die mehr rhythmischen Elemente und zwar zur Bassdrum. Dafür habe ich diese Bassdrum hier genommen. Und zwar habe ich dann ein Bassdrum-Sample von dem Beatbox-Set genommen von Battery 4. Die hat an sich einen guten Punch. Aber halt nicht so viele Bässe. Ich habe deswegen einen Sinus-Sound genommen, der in Richtung Square geht ein bisschen, bei Massive, dem Synthesizer von Native Instruments. Die Square Wave macht natürlich ein bisschen Obertöne, deswegen habe ich noch einen Cut-Off da reingesetzt, einen Filter. So kommen dann nicht so viele Obertöne raus, weil ich ja nur die Bassdrum unterstützen will mit ein paar tieffrequenten Tönen. Ich habe den Sound dann mit ganz kurzen MIDI-Noten angesteuert, sodass da nur ganz kurze Impulse kommen. Wenn man jetzt länger auf eine Note klickt, dann hört man den Ton. Wenn man jetzt nur die MIDI-Spur abspielen lässt, hört man, dass da nur ganz kurze Impulse ankommen und so dickt das halt die Bassdrum sehr gut an. Zusammen mit der Bassdrum klingt das dann so. Ich mach mal den Sinus wieder raus. Und wieder mit. Kann man eigentlich nur dann hören, wenn man Kopfhörer anhat oder eine gute Anlage. So mit Handy oder Tablet hört man da wahrscheinlich nichts. In Maschine gibt es ja einen Drum Synthesizer und da habe ich mir eine spezielle Bassdrum genommen, die man in der Release-Phase verändern kann. Und dadurch schwingt die halt ein bisschen aus und diese Bassdrum hört sich dann folgendermaßen an. Die Tonal Bassdrum läuft dann ganz synchron zu den anderen Bassdrums. Und dazu kommt noch, dass die Töne korrespondieren, nämlich zu den Tönen, die vom E-Piano im Bass kommen. Ich mache nochmal das E-Piano dazu. Und jetzt noch die Harfe dazu. Okay, dann gehen wir jetzt mal zur Hi-Hat. Die Hi-Hat klingt folgendermaßen. Das ist eine Hi-Hat von Addictive Drums und die habe ich dort auch ein bisschen bearbeitet. Da muss ich mal eben auf die Hi-Hat gehen hier, so. Ich habe die also oben bei Pitch ein bisschen hochgestimmt. Normal würde die so klingen.
Und dann habe ich beim Volume Envelope noch die Release-Phase beschnitten. So klingt die also viel kürzer, aber nochmal im Original hier. Und hier nochmal mit der Envelope. Und das geht noch in den Kanal. Und in dem Kanal habe ich dann von FabFilter einen Equalizer drin, der die Tiefen beschneidet und die Höhen ein bisschen anhebt bei 8700 Hertz. Und dann kommt noch die Snare dazu. Die Snare ist eigentlich ähnlich bearbeitet. Ich habe auch hier die Release-Phase wieder ein bisschen nach unten gesetzt, sodass es ein bisschen kürzer klingt. Und dazu habe ich halt noch die Snare ein bisschen tiefer gestimmt bei Pitch. Und zusammen klingen die ganzen Sachen dann so. So, jetzt kommen noch ein paar Kleinigkeiten dazu. Man könnte sagen, das sind so eine Art elektronische Percussion-Sounds im Hintergrund, die das Ganze so ein bisschen busier machen und das ein bisschen auffüllen. Die Figur hier verschiebt sich also immer so ein bisschen. Fängt also mal auf der 2 und mal auf der 4 an, so eine Art Crossrhythmus. Und dazu kommt noch das Ding hier, ist noch eine andere Percussion-Figur. Ich finde, klingt so ein bisschen wie Kastagnetten, aber in Tief gestimmt. Und diese beiden Percussion-Spuren zusammen bringen dann vielleicht ein bisschen mehr Lebendigkeit rein. Ich schalte nochmal die ganzen anderen Spuren dazu. So, was ich noch dazu getan habe, sind ein paar Claps, die ich natürlich nicht als Sample genommen habe, sondern die habe ich einfach selber eingeklatscht. Ich zeige mal hier ein paar geschnittene Einzelsamples. Ich habe dann beim Clappen versucht, durch verschiedene Handpositionen verschiedene Clap-Sounds zu erzeugen. Und nur die aufgenommenen Claps klingen dann so. Das klingt jetzt wie so ein Sample und das ist auch extra so bearbeitet. Und zwar habe ich das so kurz gemacht, dass man quasi den Raum nicht mehr so stark hört, die Reflexion davon. Ich habe dann noch einen Equalizer reingesetzt und bei 1200 Hertz ein bisschen angehoben. Das ist genau die Frequenz, die quasi das Klatschartige noch ein bisschen hervorhebt. Dazu kam in den Kanal noch ein Delay. Das Delay hat zwei ganz, ganz kleine Delay-Zeiten, nämlich 35 und 42 Millisekunden. Einzelne Claps sind ja nie genau auf derselben Stelle. Und wenn man jetzt noch ein Delay dazu tut, dass diese ganzen Claps noch ein bisschen verzögert, um ein paar Millisekunden, macht man das ganze Ding noch ein bisschen dicker. Hier also mal ohne Delay. Und jetzt mit. Das dickt den Sound also noch ein bisschen an. Die Claps habe ich dann einfach unter die Snare gesetzt. Das klingt dann zusammen so. So, als letztes kommen jetzt noch die Stimmen und habe ich so ein Indianer-Gedächtnis-Klischee-Hole gemacht. Der geht ungefähr so. Den habe ich auch ein bisschen gepitcht und klingt jetzt so als Spur. Und das gleiche Ding noch eine Quarte höher. Und die gehen dann in den Hall und zusammen klingt das dann so. Und dazu kommt jetzt noch der Chor mit einem kleinen Satz. Hier habe ich die Formanten bei Vari Audio geändert. Bei der Spur hier habe ich das ein bisschen nach unten verschoben. Es klingt dann folgendermaßen. Und hier habe ich die Formanten nach oben gesetzt. Das klingt dann so. Das klingt jetzt ein bisschen mehr in Richtung Frau. Klingt noch ein bisschen künstlich, aber soll auch genauso klingen, also so ein bisschen computermäßig. Und hier nochmal den Chor zusammen. Jetzt habe ich noch einen kleinen Teil der Chorspur ausgeschnitten und auf andere Spuren verteilt, die in eine Gruppe geleitet und in der Gruppe ist ein Delay.
So, das Cubase-Delay, was ich hier benutzt habe, ist auf eine punktierte Achtel gesetzt und hat einige Wiederholungen, also längere Feedbackzeit. Und dazu ist noch die Möglichkeit da, dass man einen Filter reinsetzt, der die Frequenzen begrenzt. Und das habe ich hier auch getan. Das geht hier von 450 Hz bis 2500 Hz und so klingt das dann zusammen. So Leute, das war's hier von mir. Lasst doch gerne ein Like hier und abonniert meinen Kanal und bis später.